Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Indy und herzlich willkommen zum nächsten Need for Speed Let's Play. Ja, Freunde, Nestor Werder ist back in the business mit dem Nissan GT-R in der Garage und ich habe gute Neuigkeiten. Ich habe nach 23 Folgen rausgefunden, beziehungsweise ihr habt es mir reingeschrieben, man kann einfach vor jedem Rennen, bevor man es startet, in der Halle das Handling für seinen Wagen abstimmen. Ja, und ich merke das jetzt erst nach 23 Folgen. GG's in den Chat. Das heißt, wir können uns jetzt auf jeden Fall für die Drift-Rennen und all sowas viel besser vorbereiten, wenn wir dann immer schön das Auto auf Grip oder auf Drift stellen. Und wir haben auf jeden Fall heute einiges vor. Und zwar müssen wir erstmal von diesem Wagen, der gerade blau leuchtet. Übrigens, blau bedeutet Toti, Team of the Year. Ich bin jetzt gerade live auf Twitch, wenn ihr dieses Video seht. Denn heute kommt das Team of the Year raus. Deswegen, wenn ihr Zeit habt, klickt mal jetzt auf den Link drauf und zieht euch das Video später rein. Weil Toti-Livestream, Toti-Zeit in FIFA, immer besondere Zeit. Wir werden ein paar Packs öffnen, deswegen kommt vorbei auf meinem Twitch-Kanal Ernesto. Und heute wird es endlich mal Zeit, unser Auto zu ändern, den Nissan GT-R. Weil ich kann mir das nicht mehr geben. Ich kann mir das nicht mehr geben, diese Karosserie. Die muss unbedingt weg. Oha. Guck mal, warte. Nein. Was? Nee. Die nehme ich auf gar. Das sieht so scheiße aus. Boah, das sieht brutal. Aber mit dem Spoiler? Ich weiß nicht. Mit Spoiler? Oder ohne Spoiler? Alles hat mit Spoiler, ne? So ein Spoiler finde ich persönlich cooler. So sieht der Wagen, finde ich, am geilsten aus. Da muss da nicht zu viel machen. Ich finde diese... Ich feiere das nicht so sehr, wenn da so krasse Spoiler dran sind. Also ich... So einer ist noch in Ordnung, ne? Der geht, aber diese Riesenspoiler weiß ich nicht. Deswegen, ich glaube, ich werde auch das hier nehmen. Ich nehme das einfach mal. Zack, kaufen. Aber die Farbe müssen wir auf jeden Fall ändern. Wir brauchen das Blau aus Fast and Furious. Stange. Warte mal, Lackierung, Folie bearbeiten, Lackierung. Jawohl. Ist das so die Farbe aus Fast and Furious? Ungefähr, ne? Aber sieht schon viel geiler aus. So, das reicht mir auch schon. Das wenden wir auch mal an. Freier Slot. So, und jetzt gucken wir auf jeden Fall auch noch, ob wir bei diesem Wagen Dingens drin haben, Leute. Weil das ist sowas von wichtig, dass wir hier bei Handling, das kann ja erstmal... Wir machen so ein Zwischending aus Grip und Drift bei den Autos erstmal. So ist besser. Habt ihr auch gesagt, so ein Zwischending, das wir da machen sollen. Und wir sollen mal bei Teile gucken, ob wir hier bei den Autos, bei allen, das mit diesem genau Undercover Racer drin haben. Weil das ist nämlich auch wichtig. Okay, ich würde sagen, das passt jetzt erstmal so bei dem Wagen. Wir wechseln mal rüber zu unserem Lamborghini und gucken mal, ob wir da noch irgendwas machen können, weil der hat schon eigentlich alles so gut es geht aufgerüstet, ne? Die einzige Sache, die wir vielleicht noch mal gucken könnten, wäre hier bei Leistung, bei Teile. Ich glaube, hier ist alles komplett voll. Ihr habt gesagt, bei Rädern vielleicht sollen wir gucken, dass wir Racing-Reifen nehmen. Da können wir aber dann nicht mehr zum Beispiel auf Drift gehen. Hier bei den Reifen könnte man, ja... Ich brauche nicht komplett driftbar. Also, das ist eigentlich egal, was man hier auswählt. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ich würde sagen, der Lambo ist eigentlich schon durch. Ihr könnt ja mal sagen, Leute, ob wir noch bei den einzelnen Autos vielleicht was aufleveln sollen oder nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir bei dem Wagen hier, wir haben eigentlich alle Autos bis auf die Grenze aufgetuned. Das heißt, wir können gar nicht viel mehr an den Autos ändern, ne? Das ist das Ding, Leute. Wir können jetzt nicht hier großartig... von jedem Auto nochmal was draufpacken, weil jedes Auto, guck mal hier, ich kann jetzt noch das machen, aber dann wird das auf einmal, das könnt ihr sehen, wird das von A und A plus Auto. Und das macht dann keinen Sinn, wir brauchen von jeder Kategorie ein Auto. Und deswegen, guck mal, das ist unser A plus Auto. Wir sind eigentlich schon so gut, es geht ready. Ich glaube, der Wagen hat noch keine, doch, der hat das auch, Undercover Race hat jedes Auto von uns. Und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal weiter, Leute. Und ihr könnt sehen, bereit für den... Oh mein Gott, ich habe irgendein Auto hops genommen. Ich habe kein S-Auto, warte mal. Oh mein Gott, ich habe irgendwas falsch gemacht. Warte mal, stopp. Wir müssen zurück, ich habe es gar nicht gesehen. Wir haben einfach beim Nissan GT-R... Ernesto hat den auszusehen auf S-Plus gemacht. Scheiße, was habe ich getan? Ich glaube wegen Handling, ne? Warte mal. Ja, Handling muss so bleiben, Bruder. Ich dachte schon, was ist hier passiert? Aber kann mir mal jemand erklären, wenn ich bei Spielen gehe, warum... Erklärt es mir, warum ist beim Lambo, beim S Plus, da oben links, die Anzeige noch nicht ganz hoch? Wir können doch den Wagen nicht mehr krasser auftunen, oder bin ich blöd? Guck mal einfach mal nach, auf jeden Fall geht es jetzt rein in die neue Woche und wir haben hier dicke Rennen am Start, $60.000 und die machen wir auf jeden Fall Big City Life. Big City Life, manana net, nein. Das Rennen machen wir zuerst, direkt riskant. Gib ihm, Leute, wir starten rein, let's go. Was ist das denn? Was passiert hier, Freunde? Was? Bruder, ich bin gerade einfach fliegen gegangen. Wollt ihr mich verarschen, ey? So, wir sind jetzt gleich angekommen, Freunde. Und ich glaube...
Wer ruft denn da schon wieder an? Ich glaube, man muss das... Also entweder meintet ihr, in der Halle ändert man das, oder wir ändern das in... Bevor wir reingehen, aber dann kann man das immer nur mit dem jeweiligen Auto machen. Ich zeige euch das mal eben kurz. So, also wir wissen ja, jetzt kommt ein Sprintrennen. Das heißt, ich drücke Pause, dann gehe ich auf Handling-Abstimmung. Der ist gerade so, aber dadurch, dass es jetzt so ein Sprintrennen ist, würde ich eher sagen, weil wir kaum Drifts benötigen, machen wir einfach mal 95% Grip. 95%, so. Okay, so, jetzt gehen wir hier rein. Weil jetzt kommt das Entscheidende, ob das wirklich so ist, ob wir das die ganze Zeit übersehen haben. Und wir haben noch eine Autolieferung mit $25.000. So, guck mal, jetzt sind wir hier drinne. Dann mache ich jetzt auf Event. Oder was? Gehen wir Start. Ah, okay, krass. Man kann das wirklich mit Pause einstellen. Das heißt, wenn ich jetzt den Wagen nehmen würde, ne? Ich nehme jetzt den Nissan. Drück Pause. Ah, okay, gut. Ja, okay. Das wusste ich nicht. Also es geht anscheinend wirklich. Aber wir machen das jetzt mal so. Wir gehen mal auf meine Wagen. Wir müssen jetzt den Lambo haben. Oh, das ist ja dann voll geil, Alter. Mann, ich wusste das einfach nicht, dass das geht, ne? So, jetzt machen wir das hier. Speedrennen Big City Life. Big City Life. My God, I'm at my... In einem wunderschönen Lambo. Okay, Mansory. Range Rover Mansory. Komm schon, Leute. Erstes Rennen des Tages. Speedrennen. Big City Life. Gegen ASAP Rocky. Stuff. Let's go, Freunde. Grip. Boom. Zieh durch. Alter, wie schnell die hier alle sind. Hier kannst du dir nichts erlauben. Hier kannst du dir keine Fehler erlauben bei so einer Geschwindigkeit. Ja, genau so. Guck mal, das ist das Geile, wenn du Grip machst. Guck mal, wie geil der in den Kurven liegt. Aber bei höheren Geschwindigkeiten ist das Problem, dass du dann halt so schnell die Kontrolle verlierst. Wow. Du musst immer so ganz leicht antippen. Weiter, gib Gummi. Boah, ich sehe nichts mal mit der Sonne hier. Mal 308 km/h. Boah, sind das Glücksgefühle wieder. Oh, war das knapp. Wow. Guck, das meine ich. Du bist jetzt so schnell. Eine leichte Bewegung kann dich komplett hops nehmen. Komm, gib Gummi. Oh nein, bitte Polizei, mach Platz. Oh mein Gott, jetzt wird's ekelhaft. Oh, ja, guck, da muss man so ein bisschen driften. Ja, okay, man darf vielleicht nicht zu schnell fahren. I'm still right behind you. What you saying, motherfucker? ASAP Rocky's left behind you 260 meters. He's in front of us, back of us, because he wants to win the bet. He wants to win the bet. Because we have a bet against ASAP Rocky. Motherfucker, you don't. You wanna see me? You see my light skin and a fucking sick Conor McGregor? Fucking fuck shit, man. Oh mein Gott, da kommt der ASAP. Bruder, das ist der Einzige, der da ist. Was? Wo sind denn die anderen? Ey. Haha, du Schwanz, mach Platz, Alter. Boah, hab ich ihm eine gegeben. Habt ihr das gesehen? Ich hab mir so eine mitgegeben. Wow. Ey, wie schnell diese Autos auf einmal entgegen. Oh mein Gott, nein. Mach Platz. Oh, jetzt kommt da wieder. Oh. Juhu. Bruder, was passiert hier? Alle bauen einen Unfall. Die ziehen an mir vorbei. Was ist das hier für ein Fast and Furious Rennen? Wieder direkt das erste und hier geht's wieder richtig ab. Boah, mit diesem Grip ist das so geil, diese Sprintrennen zu machen. Ich sag's euch. Wir müssen uns immer vorher die Strecke angucken und je nachdem unseren Wagen anpassen. Ich will gar nicht wissen, wie krass der Wagen driftet, wenn du einfach alles auf Drift machst. Wir müssen jetzt hoffen, dass die anderen Unfälle bauen. Guck mal, wir sind wieder 330 km/h. Ja, guck genau auf sowas. Oh, Bruder, haben wir die Kurve. Legende, wie eine Legende haben wir die Kurve genommen. Guck mal, Yoshimitsu, Alter, mach wieder deine Beats weiter, anstatt mir so auf den Sack zu gehen. Er ist direkt hinter mir. Wir sind bei 70% des Rennens. Die Folge heute kann leider nicht zu lange gehen, Freunde, weil das Toti ist da und Ernesto Valverde muss jetzt gleich streamen. Wir wollen ja auch Need for Speed nicht durchrushen. Ich will mir da schön Zeit lassen mit dem Game und es macht auch unnormal Bock aktuell. Viele haben wieder geschrieben hier mit eurem God of War, Alter. Bruder, die Kommentare immer voll mit God of War. Ich glaube, wir müssen uns das mal wirklich angucken, Alter. Wenn ihr das unbedingt sehen wollt, wenn das gut ankommt, dann bringe ich das natürlich gerne. Boah, die Kurve habe ich wie ein junger Gott genommen. Die Kurve war geisteskrank. Alter, war das gut. Ey, das macht ja so viel aus, wenn du vor dem Rennen deinen Wagen perfekt einstellst. Boah. Nein. Oh mein Gott, die kommen jetzt alle, bitte. Alles gut. Schaffen wir 96%, 97%. Guck mal, da hinten ist wieder Lyric, Alter. Ja, Bruder. Lyrics mit Yoshimitsu, die machen einen Track. Und das sage ich dazu. Hier, ich fahre einfach rückwärts rein. Ich warte auf euch. Komm, knallt doch meinen Wagen rein. Versicherung zahlt, ihr Hunde. Let's go, direkt mal I-80-30K in the Tash. In the Bash, in the Cash, Cash, mit dem in the Pash. Wir können mal eine Zeit für einen Auftrag für die Werkstatt? Wagenablieferung, Abholung machen. Die ist hier hinten, oder? Ja, warte mal, wir machen erstmal das, was auf dem Weg liegt. Was haben wir denn hier? Drift am längsten um die höchste Punktzahl zu. Ja, das können wir jetzt mal testen. Ich teste das jetzt aus, okay? Wir machen jetzt dieses S-Plus-Rennen hier. Das ist zwar ein Driftrennen. Ich will versuchen, die Driftrennen nicht mehr so krass für euch zu zeigen. Oder ihr könnt es mal reinschreiben, wenn ihr Bock habt auf die, mal so als Abwechslung. Boah, wie geil.
Alter, wie geil der Wagen mit der Handbremse hier gerade um die Kurve gefahren ist. Brutal. Okay, guck mal, fahren wir da rein. Das war genau die Stelle, wo wir... Bruder, ich bin wie ein Profi da reingefahren. Guck jetzt, und jetzt können wir nämlich Event... Das ist ein Schrottrennen, Bruder. Bruder, was ist das für ein Rennen? So, jetzt mache ich Start-Handling abstimmen. Und wir gehen jetzt bei dem Wagen, weil es ein Driftrennen ist, komplett auf Drift. Wir können bei 20% Drift hingehen. Passt. Was ist das hier? Leistung, Empfindlichkeit. Wenn du eine niedrigere, bleibt dein Auto bei Lenkbewegungen stabiler. Bei einer hohen Empfindlichkeit reagiert es direkter. Boah, das weiß ich nicht, ob das jetzt viel ausmacht, ne? Sollen wir da auch mal was ändern? Ich mache mal so einfach ein bisschen Abtrieb. Ein geringerer Abtrieb wird deine Höchstgeschwindigkeit. Ein höherer Abtrieb erlaubt es dir effektiver, um die Kurve zu fahren. Ich mache einfach mal ein bisschen hier so. Einfach mal ein bisschen zack, zapp, zapp, zapp. Drift beginnen. Gas oder... Neben der Handbremse gibt es Gas, Bremse. Boah, ich habe keine Ahnung. Lass mal Standard. Okay, so starten wir jetzt mal rein. Bin gespannt, Alter. So. Gegen A$AP Rocky. Ich packe mir einfach mal Rüdiger. Rüdiger. Ja, okay, Rüdiger. 100. Bitte mit Punkten. Bitte, das ist jetzt mal wieder mit diesen Dingern durchfahren. Komm schon. Ich bin mal gespannt. Jetzt haben wir auf Drift alles eingestellt. Drifte doch. Ihr könnt mal sagen, Leute, gebt mir mal Tipps. Was macht am meisten Sinn? Oha. Oha. Was ist denn das hier? Alter, was passiert hier? In die falsche Richtung, was labern die da? War das richtig so, Leute? Ich habe keine Ahnung, Alter. Aber wir sind doch gerade gut um die Ecke gefahren, oder bin ich dumm? Das war doch gerade ein guter Drift. Guck mal hier, wie geil der jetzt in den Kurven einfach nur durchdriftet. Genau sowas brauchen wir. Viel besser. Wir haben nur 118 Punkte. Was ist das? Irgendwas mache ich falsch. Oder ist das richtig? Ich glaube, der zählt unsere ganzen Punkte. Okay, wir haben schon 24.000. Jawohl. Boah, das ist ja ganz anders, wenn man alles auf Drift hat. Der driftet ja komplett durch. Das war vorher nicht so. Dann noch ein bisschen Tempo. Das ist schön mit dem Tempo hier. Zack, Kombi-Bonus. Kombi. Zap, zap, zap. Bisschen Nitro wieder, damit der Bonus hochgeht. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen, Alter. Runde 2 von 3. Ja, okay, das wird wieder sehr schwer. Ich glaube, wir müssen hier einfach mal komplett durchdriften. Hier, das ist jetzt wichtig. Diese Kurve. Genau. So. Nein, 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 du musst bleiben. Bleib, 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 ja. Ja, ja, ja. Alter. Ist das geil, Alter. Das macht so Bock gerade, dieses... Dieses um die Ecke so... Das ist schon brutal. Oh, oh. Aber die Frage ist, wie lange wir hier driften, wie viel wir driften. 45.000. Boah, es kommt ja nicht mal... Was macht man denn hier wieder falsch? Ey, Mann, ich hab gedacht, wir können jetzt hier mehr Punkte erzielen. Ernesto ist einfach nicht so der Drift-King, Alter. Da müssen wir zu Fast and Furious Tokyo Drift, zu DK. Kennt ihr noch DK von Fast and Furious Tokyo Drift? Maschine, der Typ. Ein Lambo ist jetzt auch nicht so das Drift-Auto, aber ist halt S-Plus-Rennen, ne? Aber der ist ganz schön gut am Sliden, Alter. Der slidet gut in den DMs, der Lambo. Wieder schön Nitro. Und dann wieder schön mit dem Nitro um die Ecke so driften. Lassen. Jetzt kommt schon die letzte Runde. Wir haben 77.000. Okay, wir kriegen Chase, aber die anderen kriegen wir, glaube ich, nicht. Aber es ist schon deutlich besser. Könnt ihr sagen, was ihr wollt, Leute? Oh mein Gott, oh mein Gott. So, jetzt müssen wir einfach mal durchziehen. Einfach mal komplett durchziehen, diese nächste Runde. Nein. So, ja. Fahr, drifte, drifte. Mann, jetzt haben wir die ersten zwei Runden besser hinbekommen. Da ist der komplett durchgedriftet. Vielleicht hätte ich da nichts einstellen, sondern in anderen Sachen. Ich weiß es nicht, Leute. Müsst ihr mal sagen, ob ich da irgendwas vielleicht falsch gemacht habe. Ich glaube, mehr Punkte gibt es, indem man mehr länger durchdriftet, ne? Aber das ist halt auch nicht so einfach hier. Bei diesen Rennen. Warte, warte, warte. Ich finde, das hat trotzdem Bock gemacht. Oh mein Gott, wir können Rüdiger noch kriegen. Wir können Rüdiger noch kriegen, Leute. Wir können ihn noch irgendwie kriegen. Irgendwie, irgendwie. Ein wahnsinniger Irrgarten. Der botanische Garten, komm. Für den botanischen Garten, komm! Ja, 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 ja. Genau so, jetzt nochmal nach links. Ja, 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 ja. Immer schön von außen nach innen. Von außen nach innen. Wie ein Backfisch. Wie ein Backfisch. Genau so, Bruder. Genau so. Wir haben den gleich. Den haben wir gleich. Was, Chase? Hier, Rüdiger. Dann haben wir unser Ziel geschafft. Das reicht schon, wenn wir das schaffen für heute. Sag ich so, wie es ist? Ich glaube, wir haben es, Leute. Ich glaube, wir haben es. Bitte. Bitte jetzt nochmal schön Boost zum Ende. Oh, wie geil. Ich glaube, wir haben es. Wir haben Rüdiger, oder? Und dann war es richtig spannend. Wir haben ihn. Boah, wir waren sogar knapp an A$AP dran. Ey, GG's. GG's in den Chat. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. So, und jetzt können wir aber auch gleich... Hey, Kiddo. Autolieferung, wo ist das? Komm.
Ja, okay, fahren wir da hin. Jetzt ist der Auto komplett auf Drift ausgelegt, ne? Jetzt können wir aber, das Geile ist, wenn man das Auto, was man hat, kann man immer direkt ändern im Menü. Okay. Ja, das ist mir auch alles neu. Okay, wir fahren dann jetzt zu der nächsten Mission. Wir machen mal diese Autoauslieferung. Ganz entspannt. Warte mal, du näherst dich dem Treffpunkt. Haben wir noch irgendein Rennen, was wir machen können? 10.000 Dollar. Null Startgeld, Kurvenlegende. Nein, das ist zu wenig. Da haben wir auch noch ein anderes. Okay, wir haben A+, Roadtrip. Ja, gucken wir einfach mal. Wir machen erstmal diese Auto. Dieses Auto-Auslieferung da, weil das ist auch mal ein bisschen sowas anderes. Ein bisschen Abwechslung muss auch mal sein. Oh, der sieht mich jetzt gleich. Doch nicht. Beobachtet. Wio! Alter, das macht so Bock, hier lang zu fahren, Leute. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade live auf Twitch, wenn ihr dieses Video seht. Ihr könnt ja gucken, wann ihr euch Need for Speed reinzieht, weil Livestreams sind halt immer live. Die können halt nicht später stattfinden oder früher. Deswegen. So, wir machen jetzt auf jeden Fall mal dieses Event. Ich werde aber dieses Jahr zum Toti, glaube ich, nicht so viel aufladen. Wir müssen echt mal gucken, Freunde, was wir machen. Scheiße. Oh, 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 oh. Was wir machen zum, das habe ich vergessen. Also wenn Need for Speed vorbei ist, was wir hier als nächstes bringen auf dem Kanal. Da bin ich auch die ganze Zeit am Überlegen, ne? Weil die ganzen anderen geilen Spiele, die kommen halt erst im Februar, März. Ich freue mich so sehr auf Hogwarts Legacy und so. Das werden so geile Let's Plays werden. Hier Star Wars, Spider-Man. Bruder, da werde ich wieder richtig aus mir rauskommen, Alter. Weil das sind Spiele, die ich mit zu 100% mitfühlen werde. So, Need for Speed ist auch brutal geil, fühle ich übertrieben. Aber wisst du, diese reinen Story-Games mit einer Geschichte dahinter und so, das ist nochmal was ganz anderes für Ernesto Pesto, ne? Oder auch so Games wie, Dingens, Alter, so Spider-Man, das ist ja auch einfach nur Liebe pur. So, wir fahren jetzt hier rein. Oh, war das richtig? Warte mal, ich sollte doch... Oh mein Gott, ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Hä? Ich wollte doch diese Autolieferung machen. Oh, ich bin falsch gefahren. Ach, leck mir doch die Eier, Alter. Ich bin einfach falsch gefahren. Ey, heute ist NS Valverde aber komplett lost. Egal, wir gucken mal, was hier für ein Rennen ist. 20.000 Dollar stand doch da. Gucken wir mal kurz nach. Was gibt's hier für 20k? 4.000, eine... Lass dich nicht ablenken. Alter, so ein Rundenrennen, geil. Das machen wir. Da habe ich Bock drauf. Schön gegen A$AP Rocky. Das ist geil. Weil das, hier brauchen wir ja kein Driftgefühl. Hier kannst du mit Grip komplett über den Boden sliden. Das ist sehr, sehr geil. Das ist sehr geil. Langstreckenrennen. Okay. Und... Bumm. Oder was macht man? Oh nein, ich habe diese anderen Sachen nicht abgeändert. Mit dieser Fraktion-Scheiße da und so. Ich habe ja mehrere Sachen abgeändert. Aber guck mal, wie geil der in den Kurven bleibt. Boah. Bruder, ist das sexy. Das ist wirklich geil. Guck mal, es ist wieder so ein Rennen, wo wir auch manche wieder überrunden können. Boah, guck mal, ich halte einfach alles komplett nach rechts. Komplett nach rechts. Wie geil. Das ist ja mal so easy. Und wir kriegen dazu auch noch mehr Nitro, ne? Weil ich habe das eingestellt. Ich hab für den Lambo so ein Feature gekauft. Je mehr Runden wir mit Grip fahren, also komplett durchdrücken und fahren, desto mehr Nitro bekommen wir. Guck mal, wir wieder komplettes Nitro voll. Was war das denn? Was war das denn gerade? Hä? Oh, oh, guck mal, Yoshimitsu wieder hinter mir. Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Das ist der Einzige, der mithalten kann. Guck mal, gleich werden Leute überrundet, Leute. Boah, ist das geil, Alter. Der Wagen ist schon eigentlich sehr geil gerade eingestellt. Der nimmt die Kurven so sexy. Guck mal, wieder komplett full. Ich darf jetzt nicht wieder gegen diese Rampe da kommen. Guck mal, jetzt komplett alles nach rechts. Ich drücke alles nach rechts. Ich bremse nicht. Wie geil. Guck mal, da wird jemand... Wer ist das? Das ist Justizbezugsvollhörde, die Arme. Wisst ihr noch, wo die uns Konkurrenz gemacht hat? Und jetzt überrunden wir die einfach. So schnell kann ich das Blatt wenden. Deswegen, Leute, gebt niemals auf. Glaubt immer an euch. Ihr kennt diese Sprüche. Glaubt niemals, dass ihr es nicht schafft. Am Ende überrundet ihr manche Leute, weil ihr zu schnell seid. Mach mal Platz hier. Guck mal, denn, ey, ich überrunde sie alle gerade. Was ist denn das? Was geht denn hier ab, Leute? Das ist ja mal brutal. Guck mal, das ist der A$AP Rocky, Bruder. Wir überrunden A$AP Rocky, gegen den wir eine Wette haben. Ey, was ist das denn? Wir zocken auf der höchsten Schwierigkeit. Das kann ja mal nicht sein. Ja, super. Und ich sehe gar nicht, wie weit... Shimizu ist 400 Meter von mir weg. Guck mal, Medusa 1400. Gibt das noch extra Punkte, wenn wir Leute überrunden? Wer ist das vor mir? Der ist Vierter. Der ist Vierter und wir überrunden den. Oder das ist doch zu krass. Was ist das denn, Alter? Ey, der Lambo ist zu brutal, den wir haben, Leute, ne? Ich finde, so ist der ja mal unnormal geil eingestellt. Guck mal, die Kurve. Ich kann die komplett nach rechts nehmen. Wir müssen nicht driften. Einfach durch... Guck mal, der ist Dritter. Der Einzige, der noch hinten dran klebt, ist Shimizu. Aber warum kacken die so alle ab hier, Lyric und so? Ich würde das echt gerne mal wissen, was hier genau los ist. Warum das so ist, dass die ganzen krassen Leute, das würde ich echt mal gerne wissen, Alter. Was EA da gemacht hat. Sehr komisch, ey.
Aber ich freue mich mit am meisten auch auf Star Wars. Ich bin ja so ein riesen Star Wars Fan, auf dieses Game. Das wird so geil. Wir können jetzt ein bisschen quatschen hier auf entspannte Basis. Aber ich werde versuchen zum Toti. Nicht jeden Tag. Ich werde nicht jeden Tag schaffen, live zu kommen. Weil ich muss nächste Woche Freitag auch nach München. Ich bin auf ein Event eingeladen. Aber ich versuche so oft wie möglich live zu kommen. Auch zu craften. Und ein paar coole Sachen zu machen. Da habe ich richtig Bock drauf, Leute. Da habe ich unnormal Bock drauf. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich habe da so viel Bock dran, so viel Spaß. Und jetzt zum Toti, Leute, da wird es wieder richtig abgehen. Da habe ich echt Bock, mit euch gemeinsam durchzuziehen. Alter. Bruder, das ist doch nicht normal, Alter. Guck mal, Shimizu ist... Wir überrunden gleich Shimizu, ne? Das kann nicht sein. Also, entweder ist hier was faul oder... Wir sind einfach zu gut gerade. So, manche Ränder kackt man ab. Ich würde da mal ein bisschen gerne mehr so mehr Balance zwischen der Schwierigkeit. Das kann ja nicht sein, dass wir hier so easy durchrushen, Alter. So, klar, es macht trotzdem Bock, aber ich will auch ein bisschen eine Herausforderung haben. Kennt ihr das? Guck mal da, Alter. Bruder, die bumsen sich gegenseitig. Guck mal hier, ich habe den gerade doppelt überholt, Medusa. Doppelt überholt. Den wollen die verarschen, Alter. Doppelt überholt. Nee, nee, nee. Ding, da gucken Member jagen die Mio. Verfolgungsjagd wird fortgesetzt. Oh nein, bitte nicht. Lasst mich doch einfach mal in Ruhe. Warte mal, wer verfolgt mich dann alles? Okay, wir gucken mal, was wir als nächstes machen. Ich meine jetzt als nächstes das hier einfach. Wir fahren da hin, komm. Ich zeige euch in der Zeit die Verfolgungsjagd. Du bist von drei Cops gejagt. Okay, drei Cops. Ja, es könnte schwer werden, die abzuhängen bis dahin. Aber ich versuch's, komm. Wir machen das jetzt. Helikopter, Straßenbahnsperre, alles hier am Start. Was geht denn hier ab? Oh mein Gott. Ich bin am Arsch. Ich bin über Nadelbänder gefahren. Ich bin über Nagelbänder gefahren. Ich brauche eine Tankstelle. Ich bin über Nagelbänder gefallen. Oh mein Gott. Ja. Prost Mahlzeit. Und jetzt? Ich brauche eine scheiß Tankstelle. Kann nicht mehr lenken. Egal. Halleluja. Berg runter. Du Kind. Warum kann man da nicht weiterfliegen? Ey, die einzigen, die Probleme machen, sind diese Helikopter, ne? Weil guck mal, die anderen Autos, keiner hat mich mehr. Die mich alle schon... Oh, der Helikopter habe ich gar nicht auch verloren. Komm. Komm. Die Mission ist hier. Psst, Auto ist aus. Ey, der geht mir so auf den Sack. Der umkreist mich einfach. Mach den Lambo an. Event starten. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Einfach mal den Wagen ausschalten. Bei dem Lambo hörst du 5 Kilometer. Machst du den aus, hörst du nix. So, Autoablieferung. Wir müssen jetzt den Wagen raus. Sag mal. Ach du Scheiße. Was ist das denn für ein Wagen? Was ist denn das für ein Wagen? Was ist das denn für ein Ding? Für ein Go-Kart? Hä? Ach du Scheiße. Ey Leute, ich glaube diese Wagenauslieferung-Dinger, die brauchen wir gar nicht mehr machen, Alter. Weil da kommen nur noch... Ey, das war so geil. Deswegen, das meine ich, Leute. Das kann man auch so gut aufs echte Leben reflektieren. Man gewöhnt sich zu schnell an Dinge. Weil guck mal, jetzt so ein Wagen. Bei meinen ersten Folgen hätte ich gesagt, boah, ist der geil. Aber jetzt, wenn du selber so einen krassen Wagen hast, so ein Lambo, und dann fährst du sowas, dann denkst du dir, ja, okay. Ist zwar okay, aber auch nicht so geil. Deswegen, das meine ich ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das merkt man auch direkt bei so Spielen wie Need for Speed. So, versteht ihr? Oder, ach du Scheiße, was ist das für eine Klapper-Schrottkiste, die wir hier fahren? Ach du heilige Makrele. Bruder, das slidet ja gar nicht gut in die DMs. Was ist das denn? Der schreibt mir, hey, wie geht's? Kein Wunder, dass du keine Antwort kriegst. Hallo? Was macht der da? Ich weiß, ich bin der Fahrer, aber Bruder, ich drück alles nach rechts. Der hat keinen Grip. Der ist auf Drift ausgelegt. Auf Drift. Ei. Bruder, das wird, glaube ich, eine ganz schwierige Belohnung werden bei diesem Rennen. Sag ich so, wie es ist, ne? Das wird so ein Bronzerennen. Wir kriegen so 5000 Dollar. Was ist das für eine Schrottkarre? Was ist denn auch hinten los? Komplett Karosserie am Arsch. Aber es ist eine schwierige Situation. Ei. Kann ich, ey. Oh mein Gott, vielleicht kriege ich gar... Ich muss am Ende bei diesem Rennen noch zahlen. Bei diesem Rennen muss ich echt noch zahlen am Ende. Halleluja. Das kann was werden. Ach du heilige Neune, Alter. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Wir sind jetzt schon gleich bei Silber, ne? Noch 10 Sekunden. Wenigstens Silber, Alter. Das hätte sich das ja gar nicht gelohnt, dieses Rennen hier. Boah, ich mache nie wieder diese Autoabholung, ne? Das letzte Mal, es sei denn, die gönnen mir jetzt hier so ein... Wie heißen die da? Kreuzeck oder wie das hieß? Lotus-Eck oder wie? Silber, 3 Sekunden. Ja, wir kriegen nicht mal Bronze. Oh mein Gott, wir kriegen...
Ach du Scheiße, wie schlecht bin ich gefahren. Er wird mir jetzt auch keinen Bronze geben, ne? Bestanden, 8000 Dollar. Wollt ihr mich verarschen, 8000 Dollar? Ich krieg jetzt 8000 Dollar. Guck jetzt. Der Kunde ist super zufrieden, wie du den Wagen abgeliefert hast. 8000 Dollar. Ja, sie kennen 8000 Dollar. Der Wagen steht, Boss. Danke, dass du trotz der Umstände die Werkstatt priorisierst. Naja, sie ist halt auch mein Zuhause. Krank, ehrlich. So, wir gucken mal noch, was wir noch für ein Rennen machen können. Boah, wir haben nicht mehr so geile Rennen am Start, ne? Warte mal, hier war doch noch irgendwas, oder? Gucken wir mal kurz. Genau, das können wir machen. Da haben wir auch wieder ein anderes Auto. Das machen wir, ja, Mann. Das machen wir, das ist geil. Als Abschlussrennen für heute. Weil danach muss ich auch schon in den Stream rein, Freunde. Auch wenn die Folge heute nur knapp eine halbe Stunde geht. Nein, hast du nicht. Trotzdem. Ich denke, daran würde ich mich erinnern. Ihr habt auch geschrieben, ja, 3 Stunden Finale und so. Leute, übertreibt es nicht. Wir wollen das Spiel ja auch nicht ausschlachten. Ich will schön in Ruhe das Spiel zocken. Und vielleicht machen wir mal zum Finale. Guck mal, wir machen so dieses große Event. Das zeige ich euch komplett am Ende. Ne? Dieses eine, was dann bald kommen wird. Boah, 4.500 Dollar haben wir bekommen, weil wir... Von diesem verlassenen Parkplatz ab. Welchen? Der Chevrolet Bel Air, der gestohlen wurde. Hau ab, die wollen schon wieder, dass ich Wagen ausliefer. Die wollen schon wieder, dass ich einen Wagen ausliefer. Wollen die mich verarschen? Aber was haben wir jetzt für ein Event? A+. Das ist ein Rennen. Lass dich nicht ablenken, Mann. Ja, okay, da ist auch ein bisschen mit Driften. Warte mal, unser A+-Wagen ist ja der hier, ne? Und ich finde, der Wagen, der ist perfekt abgestimmt, Leute. Ich sage also, ich feiere den unnormal. Wir lassen den genauso, wie er ist. Weil das, mit dem Wagen komme ich mit am besten klar. Mit dem Wagen komme ich mit am besten klar, Leute. Weil der einfach, der ist Liebe. Der ist Liebe. Da muss man nichts dran ändern. Ihr wisst doch, das ist die wahre Liebe. Habe ich euch auch in einem anderen Let's Play gesagt. Dieser Wagen, mit dem zu fahren, ist so geil. Das zeige ich euch jetzt wieder. Warte. So, komm. Wir kriegen auch voll wenig Geld. Ihr meintet, man kriegt je mehr Kohle, desto mehr die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir verkacken. Aber wenn wir so wenig bei den Wetten bekommen, heißt das, das System geht davon aus, dass wir dieses Rennen so easy wie möglich schaffen. Ne? Da bin ich mal gespannt, Alter. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Das ist mal gut Windschatten, aber die sind ja auch ganz schön schnell alle. Guck mal jetzt, wie geil der jetzt driftet, bitte. Ich liebe das bei dem Wagen. Der macht das so geil. Okay, braucht man jetzt nicht driften? Und was für ein Unterschied das ist zu dem Lambo und sowas, ne? Von der Geschwindigkeit und sowas. Das ist wirklich brutal. Zieh durch. Windschatten. Man drückt komplett durch, ne? Von wegen, das ist einfach die Wette. Oha. Okay, komm. Guck mal, dem Rennen müssen wir nochmal hier das irgendwie schaffen. Ja, komm, ich zieh vorbei. Ja, der nächste, komm. Nur noch er hier. Cha-Cha. Komm, wir tanzen den Cha-Cha-Cha. Fahr, gib Gummi. Windschatten. Bau den Windschatten auf. Und gleich ziehen wir vorbei. Das mit dem Windschatten ist so geil. Nein. Boah, das war so wichtig, mal dieses Nitro am Ende benutzt zu haben. Komm, wir brauchen den Windschatten komplett. Full. Nein, warum ist der denn abgebrochen, Mann? Wir waren doch schon fast am Ende. Guck mal, das ist so geil, das meine ich. Habt ihr gesehen, wie geil man mit dem in die Kurven so sliden kann? Das liebe ich so sehr. Und jetzt haben wir den. Komm. Nein. Ich verliere nie, okay? Oh. Doch, jetzt habe ich dich. Ah, guck mal, der mich wegdrückt, der Schwanz. Egal. Scheiß drauf. Wir haben's. Let's go. Ey, Need for Speed, das macht so Laune, Alter. Wirklich. Also ich versuche die Tage auf jeden Fall natürlich wieder ein bisschen längere Folgen auch zu machen. Aber immer so 30, 40 Minuten ist eigentlich ganz geil, damit wir das Spiel auch nicht zu schnell durchhaben. So, wenn wir am Ende 30 Folgen haben, ist mir das auch recht, Leute. Weil es macht unnormal Spaß. So, und man muss ja auch nicht pro Folge immer jetzt, was weiß ich, voll übertreiben. Ich habe ja auch manchmal so Folgen ausgeballert, die eine Stunde gingen und so fast. Deswegen, Leute, ich will mich jetzt mehr aufs Toti konzentrieren. Das hat für mich gerade aktuell oberste Priorität, ne? Weil Team of the Year ist immer nur einmal im Jahr für 10 Tage. Und ihr habt es auch vielleicht gesehen, und ich durfte Jude Bellingham einfach seine Team of the Year-Karte überreichen. Das war für mich auch eine riesen Ehre. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Oha, Cha-Cha kommt. Da kommt der Cha-Cha-Cha. Guck mal, Platz hier. Komm schon. Oh shit, here we go again. Oh, die sind direkt hinter mir alle am Kleben. Guck mal jetzt, wie geil ich diese Kurve hier nehme. Genau so. Habt ihr das gesehen? Das kann nur dieses Auto, Alter. Damit habe ich so viel Kontrolle bei diesen Kurven. Somit von außen so zack und dann perfekt in die Kurve so sliden. Seht ihr das gerade? Das meine ich. Guck mal. Wie geil, Alter. Wie geil. Komplett durchgedriftet. Auch wenn das jetzt uns nicht so viel Tempo gibt, ne, wenn man ehrlich ist. Aber es macht einfach so Laune, so zu driften um die Kurven. Und gleichzeitig noch dabei Erster zu sein. Besseres Feeling gibt es gar nicht fast. Komm. Wow, ist das geil, Alter. Schön nach rechts hier. Jawohl, Junge. Boah, die sind aber ganz schön nah dran, ne? Mein Geld nicht verdient.
muss man diese Beinahe-Unfälle machen, dann kriegt man auch ein bisschen Nitro dazu. Wow! Fast wirklich, das war wirklich fast Unfall. War schon nichts mehr mit Beinahe-Unfall. Boah! Geil, die Kurve genommen. Sehr, sehr sexy. Mach mal. Hey, Macab! Hey, Macab! Aber die sind auch schon ganz schön am Kleben, ne? Dafür, dass wir so eine knappe, so wenig bei der Wette bekommen, sind die alle hier ganz schön schnell hinter uns her. Okay, jetzt ein bisschen mehr Abstand. Aber bei dieser Geraden habe ich so Angst, weil der Wagen, seine einzige Schwäche ist so diese Höchstgeschwindigkeit. Die ist nicht so wie bei den anderen, weil mir kommt es immer vor, als ob die anderen irgendwie mehr Geschwindigkeit drauf haben bei diesen langen Strecken hier. Boah, wieder wie geil. Guck mal, das ist so geil, dieses Sliden hier. Jawohl, Alter. Der weiß, wie man die Damen anschreibt. Der weiß, wie das funktioniert. Der slidet da so rein. Und nicht wie der Lambo. Scheiße. Okay, easy, ja. Das sollten wir schaffen. Es sei denn, es kommt irgendwie noch ein Unfall hier. Am Sonntag wird dann die nächste Folge kommen, Leute. Damit ihr Bescheid wisst. Also alle zwei Tage bringe ich jetzt erstmal Need for Speed. Im Februar steht auf jeden Fall auch sehr viel an, ne? Von Champions League Reisen bis, London bin ich auf dem Event. Bin jetzt auch diese Woche Freitag wieder unterwegs. Also ein bisschen viel unterwegs, Leute. Aber ich versuche natürlich, dass trotzdem weiterhin Videos kommen. Und vielleicht kann man nochmal so ein IRL-Stream machen von unterwegs oder so. Einfach mal schauen. Alles easy. Oh, das wird jetzt ekelhaft, die Kurve. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe gedacht, ich krieg den Jackpot nicht. Den Jackpoint. Jackpoint. Jack. Das wäre gerade mal richtig knapp gewesen. Nach rechts, mal nach rechts. Jawohl. Aber ihr habt doch irgendwas gesagt. Irgendein Rennen hat eine Anekdote an Need for Speed Most Wanted. Welches Rennen ist das denn? Oder wann kommt das denn? Habt ihr irgendwie mal, irgendeiner hat mir mal was geschrieben. Das macht so voll die Need for Speed an der, wie heißt es? Most Wanted Vibes. Oder das ist ein Auto von, ich weiß es auch nicht. Müsst ihr mal gucken, Leute. Da habe ich richtig Bock drauf. Need for Speed Most Wanted war so das geilste Need for Speed damals. Ich habe das so unnormal gefeiert. Boom. We are back in town, my friend. We are back in the business. Let's go. Heute haben wir gut rasiert. Sag ich so, wie es ist. Heute haben wir alle Rennen richtig stark rasiert. Und... Hey Kiddo, was ganz Seltsames ist gerade passiert. Warte mal kurz. Wir haben jetzt eigentlich kein Rennen mehr, was noch, was sich so unnormal krass lohnt, glaube ich, ne? Okay, Wagenstufe B. Nee, gucken wir nochmal hier. Nee, auch nicht. S Plus. Okay, kann man 10.000 gewinnen. Aber es ist auch nicht der Yellow from the Egg. Eigentlich, ich sag euch so, wie es ist. Eigentlich brauchen wir fast gar kein Geld mehr, Leute. Weil, was sollen wir denn machen? Wir können uns höchstens noch ein anderes Auto holen. Aber wir können jetzt nicht irgendwie hier, wie soll ich sagen, ja, neues Auto macht eigentlich gar keinen Sinn, Leute. Das macht echt gar keinen Sinn. Also sei ich nicht so, wie es ist. Oh nein, ist das Opossum wieder da? Oh oh. Hat es diesmal Verstärkung mitgebracht? Es gab einen anonymen Anruf. Oh oh, wir haben beobachtet. Treff mich im Parkhaus und komm allein? Klingt doch nach einem sehr sicheren Unterfangen. Eher in Richtung, hol deinen Wagen von diesem verlassenen Parkplatz ab. Welchen? Der Chevrolet Bel Air, der gestorben wurde. Der kommt wieder mit seinem Chevrolet Bel Air, alter Prinz von Bel Air. Ja, ich würde sagen, für den Tag sind wir heute ganz gut durchgekommen. Wir sind eigentlich ganz gut durch. Ui. Oh, ich wurde fast erwischt. Habt ihr gesehen? Fast wurden wir erwischt. Komm, gib Gummi, gib Gummi. Guck mal jetzt. Zu. Boah, Bruder, Fast and Furious. Das war Fast and Furious einfach aus dem Film. Ja, Freunde. Damit würde ich sagen, Ernesto Valverde verabschiedet sich von der nächsten Need for Speed Folge. Lasst auf jeden Fall alle einen dicken Daumen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann, aufpassen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge übermorgen wieder. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und denkt daran, auf Twitch vorbeizukommen. Denn dort bin ich jetzt gerade, in dem Moment, wenn ihr dieses Video seht, live am Streamen. Und da könnt ihr gerne vorbeischauen. Wir machen heute ein Team of the Year Pack Opening. Ernestos de Pestos Valverde ist raus. Wir haben $200.000 und sind bereit für the Grand Final, was dann bei erst ein paar Tagen in-game ansteht. Ich glaube, wir sind da noch einiges von entfernt von der Zeit. Wir gucken mal kurz hier, spielen. Ja, wir haben noch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Wagen verfügbar. Einiges am Start, Leute. Wir gucken mal, vielleicht können wir mal ein paar Tage so ein bisschen überspringen. Guck mal, so können wir so einzelne Rennen, wo es den Maximalpreis gibt. So 24 ist auch noch okay, aber das ist brutal. $24.000, boah, das gibt ordentlich Cash. Das machen wir auf jeden Fall alles noch, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, lasst euch, wer das raus, haut da rein und ciao!